manches Mal versuche ich auch die Tanamics zu beschreiben als ein Unternehmen, ein Startup mit 150 Jahren Erfahrung. Und was wir damit sagen wollen, ist im Prinzip, dass wir versuchen, hier das Beste aus beiden Welten zu implementieren. Auf der einen Seite diese riesige Erfahrung, die Stabilität, die Kontinuität, die finanzielle Sicherheit, die uns ein Großkonzern bietet. Auf der anderen Seite die Dynamik, die Flexibilität, die Geschwindigkeit, die ein kleines Startup mit sich bringt, das absolut essentiell ist, um Produkte schnell und zielführend in den Markt einzuführen. Trinamics, ein Startup, eine hundertprozentige Tochter der BASF, ein Pionier. Ihr Geschäft? Entfernungsmessung, aber auf eine ganz neue Art. Dieser Prototyp zeigt, wie ein Produkt aussehen könnte. Das Experience-Modul vermisst einen Raum und zeichnet ein 3D-Modell. Die Innovation liegt dabei nicht im fahrenden Roboter, sondern im Scanner, der hier rotiert. Was ist so besonders an unserer Technologie? Nun, wir haben die weltweit erste Technologie entwickelt, die mit einer einzigen Kamera oder mit einem Auge Abstände messen kann, ohne Bilder zu vergleichen oder Laufzeiten zu messen. Das kann kein Tier, es kann kein Mensch, es kann keine Technologie. Und vielleicht sehr plakativ und einfach ausgedrückt, wir haben einen Zyklop erfunden, der Abstand messen kann. Weltweit einzigartig also und genau genommen ein Zufallsfund. Denn im Jahr 2011 forschte Ingmar Bruders Team im Ludwigshafener Werk der BASF in einem groß angelegten Projekt an organischen Solarzellen, um sie als Energiequelle zu perfektionieren. Dabei stießen die Wissenschaftler auf ein ungewöhnliches Phänomen. Und was wir festgestellt haben, wenn der Abstand zwischen der Lichtquelle und der Solarzelle leicht variiert, sieht man diese Variation sofort in der Stromantwort dieser Solarzelle. Und das hat uns zu dem Schluss gebracht, na gut, wenn die Stromantwort davon abhängt, wie weit diese beiden Systeme auseinander sind, dass wir eine neue Möglichkeit entdeckt haben, Abstände zu detektieren. Das Team verifizierte den Effekt und war sich sicher, etwas Großem auf der Spur zu sein. Was aber damit anfangen? Wir wissen alle, die BASF ist ein Riesenunternehmen, verdient ihr Geld mit Chemie und nicht mit Elektronik. Und als ich diese Entdeckung gemacht habe, war mir persönlich klar, wenn ich damit in der Hierarchie um Geld fragen würde, wäre das ein bisschen schwierig, basierend aufgrund von Folien das zu tun. Das heißt, die erste Sache, die ich getan habe, neben meiner Arbeit, meinen ersten Prototypen zu bauen. Man hat verschiedene Firmen besucht in unterschiedlichen Branchen auf der ganzen Welt. Und da gab es eine Rückmeldung, die war relativ schnell und eindeutig. Ihr habt da wirklich was in der Hand, aber es ist noch eine ganze Menge an Arbeit reinzustecken. Und das hat uns dann eigentlich den Mut gegeben, von einem Forschungsprojekt den Schritt zu einem Startup-Unternehmen zu wagen. Knapp 30 Frauen und Männer, das war Trinamics im Jahr 2015 noch auf dem Werksgelände. Und die Entwicklung ging rasend schnell voran. 2016 Umbau und Umzug in den eigenen Firmensitz in der Ludwigshafener Industriestraße, der erste Marktauftritt und Messestand. Erst ganz groß, dann immer kleiner, die Zahl der Prototypen, Beleg der Dynamik bei Trinamics. Das Startup jetzt außerhalb des Werkszauns, mit eigener Identität. Für die BASF ein Experiment, aber mit welchem Ausgang? Heute ist die Firma auf über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Ingenieure, Elektroniker, Informatiker, ein kreatives Team. Für alle eine irre Zeit in einem auf jede Weise besonderen Unternehmen mit ganz besonderen Momenten. Als wir dann umgezogen sind in ein eigenes Gebäude und plötzlich kommt man morgens rein und dann steht da ganz groß Trinamics. Das hat den Unterschied gemacht. Dieser Gründungsmythos auch, diese Idee, da hatte einer mal eine Idee und hat aus dieser Idee eine Firma gemacht. Wenn es darum geht, größere Entscheidungsprozesse herbeizuführen oder größere Entscheidungen herbeizuführen, dann geht das hier natürlich einfach viel schneller. Wir haben offenere Strukturen. Man kann sich besser verwirklichen. Wir haben hier eine Technologie, die es soweit noch nicht gab und machen da wirklich was ganz, ganz Neues. Etwas zu bauen, was man, was funktioniert, ist eine Sache. Aber das dann halt wirklich so weit zu bringen, dass man es verkaufen kann, ist halt noch eine ganz andere Sache. Das ist ganz schwer zu beschreiben, als wir den ersten Euro Umsatz gemacht haben. Ich war auf einer Dienstreise in die USA. Und es gibt jetzt WLAN in den Flugzeugen, das heißt, man kann immer arbeiten. Und habe dann nochmal irgendwie auf dieses Smartphone drauf geguckt und da stand drauf, sie haben gekauft. Ich bin innerlich explodiert. Ich habe Getränke gekauft für die ganze Businessklasse in dem Flugzeug drin.
Wir haben da gefeiert, ja. Also im Flugzeug Leute, die mich überhaupt nicht gekannt haben. Das war so ein toller Moment und da kann ich mich für heute noch dran erinnern. Das ist einfach so motivierend, selber was mit seinen Händen geschafft zu haben, etwas aufgebaut haben, eine Struktur geschaffen zu haben, für den andere Leute Wertschätzung in der Form entgegenbringen, dass sie ihr Geld dafür geben. 600 Euro. 600 Euro. Und das war für uns die Welt. Erste Umsätze also, erste Erfolgserlebnisse. Aber jetzt muss sich das Unternehmen am Markt behaupten, erwachsen werden. Es braucht marktreife Produkte. Immer schneller treibt Trinamic seine Innovationen voran, dank eigener Labors, Werkstätten und Produktion am Standort. Ein Unternehmen der kurzen Wege. Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Marketing, alle Funktionen eng verzahnt, Startup-typisch. Die neueste Entwicklung? Ein Sensor, der durch Glasfasern Abstände genau und in Echtzeit messen kann. Eine Weltneuheit und winzig. Der Messkopf ist nur wenige Millimeter klein. Wir bekommen ganz konkrete Anfragen aus unterschiedlichen Branchen, unter anderem medizinische und industrielle Endoskopie. Bis jetzt konnten die Endoskopen nur ein Bild übertragen, aber mit unserer Technologie kann man auch Endoskopen erweitern und gleichzeitig neben dem Bild auch die Distanzinformation generieren. Und die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Mit einem handelsüblichen Kamerachip und einem Laserprojektor wird ein dreidimensionales Bild aufgenommen. Damit können zum Beispiel Roboter in Zukunft besser sehen, navigieren und greifen. Auch die Gesichtserkennung könnte erheblich vereinfacht werden. Im Moment ist das natürlich ein relativ großer Prototyp zu Demonstrationszwecken, aber wir können dieses ganze Prinzip, diese ganze Projektortechnologie und den Sensor so klein machen, dass das in jedes Smartphone passen kann. Damit verdient Trinamic heute schon Geld, das Herzstück. Infrarotsensoren, eigentlich für den Eigenbedarf entwickelt, sie wurden unversehens ein Markterfolg. Insbesondere war für uns von Interesse, ist es möglich, von dem sichtbaren Bereich, die diese Solarzellen, diese organischen Solarzellen absorbieren können, indem wir Menschen auch sehen können, auszudehnen auf einen unsichtbaren Bereich, den infraroten Bereich. Dort kann das menschliche Auge Licht nicht absorbieren. Und für uns war es wichtig, Sensoren verfügbar zu haben, die genau dort diesen 3D-Effekt zeigen. Wir haben glücklicherweise Hersteller gefunden in den USA. Da gibt es die einzigen Hersteller, die solche Sensoren fabrizieren können. Sind wir hingefahren und haben denen unsere Spezifikationen mitgeteilt. Und leider war die Antwort, es ist unmöglich, diese Sensoren herzustellen, so wie ihr die haben wollt. Und darauf haben wir die Entscheidung getroffen, wenn wir sie nirgendwo anders bekommen, machen wir es selber. Und haben innerhalb von einem Jahr eine entsprechende Produktion aufbauen können und haben festgestellt, dass die so gut sind, dass diese Sensoren besser sind als alles, was unsere Konkurrenten auf dem Markt verkaufen. Und haben dann gesagt, also wir haben die eigentlich hergestellt für die 3D-Technologie, aber dadurch, dass die so gut sind und man auch andere Sachen damit machen kann, also ein Beispiel, man kann damit Flammen detektieren, also in Flammenwächtern das einsetzen, kontaktlos Temperatur messen, ein sehr großer Markt im industriellen Umfeld. Warum verkauft man das eigentlich nicht in der Hinsicht? Weil das hilft uns, Vertriebsstrukturen aufzubauen, zu lernen, wie mache ich denn Geschäft? Wie handle ich entsprechende Verträge aus? Und ja, aus einem opportunistischen Geschäft ist ein zweites Standbein für diese Firma geworden. Alle Indikatoren deuten darauf hin, Trinamic ist auf dem richtigen Weg. Das junge Unternehmen hat eine Entdeckung aus der Forschung in ein marktreifes Produkt entwickelt, baut weiter Potenziale auf, wächst und ist doch erst am Anfang. Man sollte auch eins nicht vergessen, die Trinamic hatte die BASF im Hintergrund mit all ihren Kompetenzen, mit ihren Fachabteilungen, Patentwesen, Rechtswesen, Öffentlichkeitsarbeit, Personal. Und auch nicht vergessen die Finanzstärke. Die Trinamic musste sich eigentlich nie Sorgen um die Finanzierung machen, konnte sich voll auf die Entwicklung der Technologie konzentrieren. Und bei normalen Startups ist das anders. Die müssen jedes Quartal, jedes halbe Jahr um Gelder kämpfen. Und ich glaube, insofern würde ich sogar sagen, diese Kombination, dieses Startup, diese Freiheit, und im Hintergrund eine BASF, die sich zwar zurückhält, aber einsteigt und hilft, wenn Hilfe nötig ist. Ich glaube, das ist eigentlich ein super Erfolgsrezept. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es mein Ziel ist, diese Firma insoweit zu entwickeln, dass wir hier ein nachhaltiges und tolles Geschäft für die BASF implementieren können, dass wir das BASF-Universum bunter machen, dass wir etwas Neues hinzufügen, sowohl einstellungsmäßig gesehen, menschenmäßig gesehen, die hier drin arbeiten. Wir machen keine Chemie, wir sind ein Elektronikunternehmen.
Aber das ganz klare Ziel ist, diese Firma so schnell wie möglich in die Gewinnzone zu führen und wirtschaftlich zum Erfolg der BASF-Gruppe beizutragen. Dazu muss die Produktion hier in Ludwigshafen, aber auch bei Lohnunternehmern, erweitert und massenmarkttauglich werden. Die Produktpalette muss ergänzt und an die Märkte angepasst werden. Riesenschritte für das Startup. Bei allem Wachstum, bei aller Professionalisierung will Ingmar Bruder das erhalten, was er bei Trinamics als die Erfolgsfaktoren identifiziert hat. Eigenverantwortung, Teamgeist, Zukunftsgewandtheit, Optimismus. Sich den Spieltrieb erhalten. Und BASF denkt darüber nach, weitere Startups auszugründen. Das Beispiel Trinamics zeigt, dass die Strategie aufgeht. BASF. We create chemistry.